Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir sind bei unserem Raketentank und wir sind schon angedockt und es hat sich ein kleiner weiterer Freund hinzugesetzt. Das liegt daran, dass die letzte Folge kaputt gegangen ist. Fragt mich nicht wieso, sie war nach der Aufnahme eigentlich noch ganz. Er hat doch alles durchgerechnet und kurz darauf hieß es, es sind 2 Sekunden aufgenommen worden und dein Facecam wurde gar nicht aufgenommen. Ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich in der letzten Folge, die jetzt nicht mehr da war, sind wir auf den falschen Pfad die ganze Zeit gewesen zum Docking. Wir sind zu bekloppt 001 damals geflogen, unserem Magnetrechen-Ding da. Das haben wir dann aus der Umlaufbahn rausgeholt und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue, warum wir nicht unser Teil hier gefunden haben. Bis mir aufgefallen ist, dieses Teil hier hatte ja keinen Roboter drin, nichts. Bedeutet, das Ding wurde als Müll deklariert in unserem Orbit. Was nicht so ganz witzig war. Na gut, ich habe dann alles hergerichtet, angepasst und habe direkt ein paar Wissenschaftler oder Raketenbauer hochgeschickt, die hier schon eingezogen sind. Wir machen mal hier F2. Ihr seht schon, hier ist Vodrasin und Salazar drin. Das sind die beiden hier. Das sind 2 Techniker, die für hier aktuell zuständig sind und somit eine Produktivität von 5,53 erzeugen. Was aber für uns ja nicht genug ist, bedeutet, da sollten wir schauen, Lebensraum, wie viel sind da aktuell, wie viel platzen da eigentlich rein, das ist mal die andere Frage. Aber aktuell ist der Stand auch so, dass wir hier mehrere Jahre an Luft haben und alles, genauso wie das die Energie jahrelang noch hält. Der Plan steht auch schon relativ, oder ich habe mittlerweile auch einen Plan entwickelt, wie wir das Ganze dann wieder deorbiten. Wir werden hier mit einer Hauptrakete ansteuern, die ganzen Kerbals rausnehmen, die keinen Platz haben. Bedeutet, solche Teile werden hier angedockt und nehmen die dann mit. Und diese letzte wird mit einem Piloten hoffentlich maximal bestückt, nimmt das Teil hier auch mit und zieht es aus dem Orbit. Aber erst, nachdem wir das hier geschafft haben, auch zu deorbiten. Bedeutet, das wird einer der größten Feuerbälle, die wir jemals in der Atmosphäre wahrscheinlich erzeugt haben. Denn dieses ganze Teil hier muss auch wieder aus dem Orbit raus. Ja. Das wird eine dezent interessante Sache, aber heute haben wir noch was anderes vor, denn ich würde gerne in der nächsten Folge schon fast so weit sein, dass wir, wie sagen wir es denn jetzt, schon im Bereich des Bauens sind oder Fertigbauens sind, damit wir spätestens nächste Woche mit der Rakete auf dem Weg sind oder die Rakete testfliegen können. Bedeutet, wir müssen jetzt zum Weltraumzentrum, also aber das wird eh noch nicht gehen. Wir müssen erstmal Tanker hochschicken, wie tonnenweise. Also das wird eh noch witzig. Wir müssen fette Tanker in den Orbit schicken. Oh, das wird so witzig. Oh. Also davor habe ich jetzt überhaupt nicht, aber ich so überhaupt keinen Bock, die ganzen Tanker. Oh Gott, das wird so unangenehm. Aber hey, wenn die Tanker es geschafft haben und das Ding voll ist, können wir hoffentlich wirklich unsere erste Reise zu Duna mit Personal vorführen. Und die Frage ist, ob wir nicht eine Rakete vorschicken mit einem gebauten Lander. Das muss man halt auch alles überlegen. Ich hätte gerne einen Lander. Problem ist, wir werden nicht mehr abheben können mit einem Lander. Bedeutet, wir bräuchten auch eine Start. Also wir bräuchten 2 Raketen rein theoretisch, die nebeneinander oder sehr nah aneinander landen. Einmal den Lander, der pur fürs Landen ist. Und der andere ist sozusagen dann die Rakete, die das Ding wieder zurück in den Orbit schießt. Und davon bräuchten wir auch eine Testrakete, weil wir wissen ja nicht, ob es dann am Ende ausreicht. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Mein Plan jetzt aktuell ist, die Rakete, die ich jetzt gerade hochgeschossen habe, ein bisschen zu modifizieren, dass die oben sozusagen, wie soll man es am besten erklären, noch ein Ding, dieses Construction oder das Bauauslassteil dran hat, angedockt und dann sozusagen abdockt und das Ding mit einem kleinen, mit einer kleinen Antenne mit ein bisschen RCS sich dann nach vorne begibt, so wo's, da wo es hin soll, und andockt. Während die andere Rakete sich dahin begibt, wo sie hin soll. Und dann auch sozusagen sich ready macht. Bedeutet, wir werden jetzt öffnen. Und jetzt muss ich hier raus und Landerus, genau, low. So heißt das Teil hier. Das habe ich ein bisschen interessant benannt. Ihr seht auch, es ist relativ klein, aber es reicht vollkommen aus. Es hat sogar relativ viel mehr Sprit, wie wir eigentlich bräuchten. Also schauen wir mal, wie es jetzt dann endet. Das ist natürlich doof gewesen beim vorherigen Docken, weil ich habe gedacht, ach guck, ich kann sie durchlaufen lassen. Funktioniert ja nicht, wenn da ein blödes Batteriepack dazwischen ist. Ah, Connected Living Spaces, ich hasse den Mod und gleichzeitig liebe ich ihn auch.
Wir nehmen den normalen Dockingpot in diesem Fall. Einen normalen Klempertron. Tun es oben drauf. Dann brauchen wir einen Kopf. Ja, das ist natürlich schlau, wenn die ganzen Köpfe nicht groß genug eigentlich sind. Aber hey, da werden wir schon was draus machen. So. Dann nehmen wir halt den hier. Und dann, wir können außenrum rein theoretisch Battery Packs setzen. So, dann haben wir das sozusagen eingepackt. Und obendrauf kommt nur RCS. Das bedeutet, wir holen uns wieder ein. Ich liebe die Procedural Tanks. Das ist ja echt das Schönste hier um den ganzen Mod. Wir nehmen zwei in diesem Fall. Denn ich will gucken, wie wir das hier am besten machen. Dafür müssen wir uns... Wo ist denn das hier? Hier. Da brauchen wir hier... Wo ist es denn? Wo ist es? Da ist er. So. Okay, also er wird... größer. Das ist gut, weil wir passen die Shape jetzt an. Machen wir 1,50. Das, glaube ich, sollte reichen. Ja, perfekt. Die Länge setzen wir ein bisschen runter. Machen wir auf 2 oder so. Oder du gehst jetzt keine Coneform, sondern hier so auf... Ja, genau. Oben war es 2,5 oder sowas. 1,25. Genau. Und Bottom wird ein bisschen enger noch. So, ja, das sollte passen. Die Länge wird ein bisschen runtergesetzt. So. Das sollte vollkommen reichen, um eine Steuerung zu übernehmen. Es hat Batterien. Für den kurzen Moment, wo es halt abgedockt ist, muss das ja reichen. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Das wird wahrscheinlich genau wegen meinem Privatserver. Minecraft-Server gerade sein wieder sein. Weil der hatte heute einen kleinen Ausfall. Wieder mal, weil er beschlossen hat, er hat keinen Bock mehr. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Kommunikationsanlage. Zack. 3. Ach komm, tun wir einfach 3 dran. Lucky Potion Number oder so. Das sollte passen. Und dann natürlich noch die dementsprechenden RCS-Punkte. Und alles. So, wo sind... Nehmen wir die kleinen, die sollten auch passen. Und dann noch die... So. Das sollte passen. Dann können wir das hier abdocken und dann... geht das oben drüber. Aber natürlich müssen wir dann dementsprechend hier auch... Ihr seht schon, hier wie unten habe ich die Nahrung und alles eingebaut für die Rakete. So, dann brauchen wir hier unsere Airstream-Sachen. Das ist ein bisschen größer, als ich es will. Nee, so will ich das nicht. Ist doch auch eine normale Größe. Da wird es doch einen normalen... Da, das ist... Nee. Nee, die sind noch kleiner. Alter, in welchen Größen befinde ich mich denn hier? Kann ich die Größe anpassen rein theoretisch? Jo, kann ich. Warte mal hier. Genau so will ich das. Perfekt. Zack. Das sollte auch vollkommen passen. Immer noch schaut es nach einer sehr guten Thrust-to-Weight-Ratio aus. Vielleicht scalen wir die ein bisschen größer diesmal. Machen wir 2,5 draus. Dann haben die noch ein bisschen mehr Boost drin. Die werden auch ein bisschen vergrößert. Wir nehmen die hier oben ab. Und schauen natürlich, dass hier auch wieder alles dementsprechend in einer guten Kondition ist. Schaut aber alles sehr, sehr gut aus. Dann kommt jetzt, wir müssen das umbenennen mit plus Construct oder plus Construct. Construct. Nehmen wir jetzt einfach mal so schnell. Speichern wir schnell ab. Schon dann haben wir nicht das schon mal auf Lager. Und dann nehmen wir hier Filling Oval. Nehmen wir diesmal Conic.
Nee, warte mal. So. Perfekt. Ich könnte zwar am Anfang noch nichts sehen, aber immerhin haben wir bis zum Ende eine gute Steuerung rein, theoretisch. Und das, finde ich, ist jetzt auch relativ gut zu wissen. Schau mal, können wir da irgendeine coole Form drauf machen? Eher weniger. Dann nehmen wir einfach das hier. Das wird schon passen. Und dann gehen wir hier mal auf den Start. Wir müssen jetzt schauen natürlich, dass wir mit der Station relativ nah schon drüber sind, wenn wir starten. Oder kurz hinter uns. Damit, wenn sie drüber fliegt, wir zu ihr aufholen. Um halt die ganze Zeit zu verringern, auf der wir bei der wir sozusagen manövrieren sollen. Wenn wir schon relativ nah sind, haben wir weniger Manöver am Ende zu machen, als wenn wir sehr weit weg sind. Bedeutet, wir werden schon, dass sie ein bisschen hinter uns ist, dann gehen wir in einen höheren Orbit, passen das alles an, bis er ungefähr auf derselben Höhe ist wie wir, oder kurz hinter uns, und dann ziehen wir zu ihr runter. Sollte hoffentlich funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob es funktionieren wird. Das werden wir sehen. Habe ich jetzt eigentlich... Oh Gott, ich habe keinen... Ich habe vergessen, die Kurbels einzupacken. Klaus, wir haben noch nichts. Hallo? Ich habe vergessen, die passenden Kurbels einzupacken. Warum sagt ihr denn noch nichts? Was haben wir denn dabei? Piloten, Piloten... Warum packt er immer drei Piloten ein? Nein! Zum Flugzeugbau zurücksetzen. Oh Gott. Oh, jedes Mal ist es doch dasselbe. Also ich denke über alles nach. Oder fast alles. Und vergesse am Ende immer eigentlich die richtigen Personen einzupacken. Was bringen wir denn drei Piloten nur um? Ja, sie können den riesen Tank besser steuern. Toll, der schwebt eben im Kreis. Ich brauche aber Arbeiter, Techniker. Wie viel Technik habe ich noch? Einen. Ich brauche noch einen Techniker. Den muss ich mir aber schnell von draußen holen. Dann können wir auch draußen und dann tut die Rakete keine, hat keine Standgebühren auf der Startplan. Dann hat sie wenigstens keine Standgebühren, du. Dann hat sie keine Standgebühren. Heute komme ich hoffentlich auch endlich mal dazu, dass ich mit dem Zeug hier rumbastel. Das ist ja der Abortknopf eigentlich für mein Pad, für mein Baupad. Das habe ich mal vor Ewigkeiten schon angefangen. Seht ihr hier schön fett, Emergency, Stop. Da soll es dann drauf fahren. Dann soll Abort-Technik passieren. Ich will es ein bisschen mehr immersive langsam kriegen, das Spiel. Das macht mir einfach immer noch voll viel Spaß. Bloß bei bestimmten Sachen wie RCS oder sowas, finde ich das mit den Tasten immer uncool. Ich komme mittlerweile echt gut zurecht, aber ich hätte gerne so zwei Joysticks, wo du halt wirklich so längst. Wird zwar wahrscheinlich noch viel komplizierter, aber ich finde es einfach geil. So, wir müssen dafür in den Kabel hier. Okay. Guten Tag, wir brauchen Technik. Nee, warte mal, einstellen, nicht ausstellen. Da, du bist Techniker, du bist auch Techniker. Du bist auch Techniker, super. Ja, du bist auch ein Techniker. Ja, genial. Techniker. Kein Problem. Rein hier. Was reden die eigentlich? Na, gemütlich. Ach, guck mal, hinten fliegt sogar eine Rakete gerade los. Geil. Schön gemacht auf jeden Fall. So, wir schauen mal schnell in our Orbit System. In our System. Entschuldigung. Teilweise werde ich schon overhyped und es passiert noch nicht mehr was. Upsi. Ja, meine Vögel werden auch schon overhyped. Die haben heute einen, oder gestern Abend, einen Moosboden Big Pack bekommen. Und aktuell ist ihre Futterschüssel noch am Trocknen. Ich weiß auch nicht, warum wir in letzter Zeit wieder das hier die ganze Zeit aufscheinen haben. Ich glaube, weil ich bei dem bekloppten 01 ein bisschen Blödsinn gemacht habe, irgendwelche Knöpfe gedrückt habe. Und jetzt zeigt er mir sozusagen die magnetischen Schilde an, die unsere Erde hat. Was gut zu wissen ja ist, dass sozusagen der Mond zu einem Viertel seiner Flugzeit immer in unser Magnetfeld schwebt. Was natürlich schön zu wissen ist, aber wäre es schöner, wenn der Mond hier so rumkreist. Dann könnte ich Stations da bauen, ohne dass meine Leute da dauernd sterben. Wir müssen jetzt schauen, wo sind denn wir? Wir sind da hinten, bedeutet, wir spulen jetzt vor. Und warten. Wie weit sollen wir denn vorgehen? Ich glaube, das würde passen. So, okay, jetzt wieder raus hier schnell. Das machen wir noch in der Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann hoffentlich bis zum Docking schon. Und dann können wir den Start durchbereiten. Und dann die Woche drauf
steht endlich unser monströses Raumschiff im Weltraum. Und betanken, glaube ich, werde ich dann großteils offline machen, weil, ja, ihr wisst, wie betanken ist. Hochfliegen, ab andocken, rüber tanken, runterfliegen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Entschuldigung. Und das geht dann halt die ganze Zeit so weiter. Dafür bräuchte man eigentlich, dafür müsste ich eigentlich Mechchip installieren einfach, weil ich bin noch nicht so weit mit dem Skript schreiben, aber weißt du, es ist für mich auch Zeit, dann immer die Raketen hochfliegen, docken, bla. Und es zieht auch viel Zeit, wenn ich einfach nur noch Mechchip sagen muss, okay, hochfliegen, dann docken, mach das. Wäre das natürlich um einiges einfacher. Und dann könnte ich vielleicht sogar, ob man mit Mechchip, habe ich noch nie probiert, ob mit Mechchip sozusagen mehrere Raketen gleichzeitig geflogen werden können. Weil ich glaube, mit COS kannst du das ja rein theoretisch machen, dass du den über Netzwerken sagst, okay, Rakete 45, führe das Skript jetzt aus und dann macht er das. So. Aber egal. Crew, Techniker, und du kriegst jetzt noch einen neuen Techniker mit dem kommt jetzt mit. Die startet auch mit. Ab geht die wilde Luzi. Ab aufs Startfeld. Die Rakete ist nicht schon in der Umlaufbahn und begibt sich auf unseren Flug zu. Weil je nachdem müssen wir natürlich unseren Orbit anpassen, ob wir drunter sind oder drüber. Je nachdem geht die Geschwindigkeiten. Wird alles schon ein ganz schön spielen. Wir sind bei 95 Kilometern, reden wir mal in Kilometer. Bedeutet, ich muss mich dann auf 75 am besten runterreden, damit wir 10 Kilometer Abstand haben zwischen den Orbits. Damit wir ein bisschen schneller sind. Und dann dauert es halt einen guten Tag, bis wir am selben Punkt sind. Und dann anpassen zu fliegen. Und dann docken. Und sobald wir gedockt sind, als erstes fliegen wir in die Nähe, docken vorne das Stück ab, docken das an, dann gehen wir wieder zurück an unsere Piloten, die docken dann sich an. Kompliziert. Ja, 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 ja. Ich hasse am liebsten, aber der Ladescreen ist in letzter Zeit schon eklig. Okay. Produktivität 0,277. Ihr habt noch nicht mal ein Construction Bay, aber okay. Aber oben haben wir dann hoffentlich um einiges mehr. So. 3, 2, 1, Liftoff. What the fuck? Das hatte ich auch lang nicht, dass mir einfach... Okay, das war unerwartet zurückgesetzt. What? Das war echt unerwartet. Warum ist der jetzt explodiert? Ist es einfach so random upcurrent durch unsere Mods? Oder also ist das absichtlich? Ich habe jetzt bis jetzt gleich nicht wirklich aus Versehen den Feststeuertreibstoff-Booster explodieren gehabt. Aber wie gesagt, ich habe auch schon Ideen für neue Serien. Wie gesagt, mein Plan ist ja hier eigentlich Mars-Besiedlung. Und dann wäre so diese Serie für mich eigentlich an dem, was ich hinkriegen wollte. Und dann wäre eine Serie, wo ich halt gerne mit COS viel arbeiten würde zum Beispiel. Oder halt mit Realismus noch mehr. Würde auch Geld und alles, wo wir den Reusable vollsetzen müssen. Aber ja. So, 3, 2, 1, Liftoff. Ah, schön beim Sonnenaufgang. Schaut euch diese schicke Sonne an. Wir gehen direkt leicht in eine Kurve rein, einfach damit es relativ schnell sich voranbegibt mit dem Kürfchen. Mit dem Kürfchen, ja, ja. Sie sind natürlich jetzt ein bisschen schwerer wie sonst. Aber das sollte hoffentlich nicht zu viel ausmachen. Denn wie gesagt, wir haben die Booster außenrum ein bisschen vergrößert. Und mit der Vergrößerung der Booster haben wir natürlich auch mehr Thrust in den Teilen drin. Ah, schaut die Sonne an. Ah, schick. Wie schaut das... Ah, wir werden wahrscheinlich hinter ihr, bedeutet, wir müssen unten drunter vorbei. Das könnte interessant werden. Also wir werden nicht... Ich hätte es da hinten irgendwo lassen sollen. Ich glaube, wir werden nicht so schnell auf die Geschwindigkeit kommen, die unsere Rakete da oben hat. Wir sind eh schon verdammt flott unterwegs. Also das mag ich mal anmerken. So, wir tun gleich nicht auch die Düsen aktivieren. Wir sind jetzt bei 8000. 17000 ist der Apoapsis gerade. Wir werden ja immer noch schneller. Aber halt so. Die Geschwindigkeit ist jetzt vielleicht die Hälfte, also 250 Meter pro Sekunde, würde ich sagen. Wenn überhaupt. So, bei 100 Meter pro Sekunde schalte ich die 8 unteren Düsen an.
sind jetzt nicht die stärksten, aber sie sind oft verwendbar, was für mich in diesem Fall wichtig war. Okay, Antrieb. Und abkoppeln. Gab es ein zerstörtes Triebwerk? Nein, perfekt. Und wir gehen auf die 45 Grad. Oder ein bisschen sogar drunter diesmal. Wie gesagt, für mich ist eigentlich wichtiger, gleich flach und weit mit der Hauptstage als hoch. Weil das Hoch kann man immer gut anpassen, aber das Weit ist halt das, was am meisten frisst, weil du musst den Periapsis ja von minus 500 Kilometern auf plus 70 mindestens bringen. Und das ist eklig. So, wie schaut das mit unserem Ziel aus? Ne, wenn wir nicht erreichen. Das ist 11 Minuten. Das wird an uns vorbeiziehen wie sonst noch was. Wir sind schon dahinter. Wir holen zwar auf, aber es hat 2255 Meter pro Sekunde drauf. Wir haben gerade mal gemütliche 1000 drauf. Ist natürlich doppelt so schnell. Komisch. Aber wir werden auch einen tieferen Orbit diesmal ansetzen als sonst, den ich immer gemacht habe. Wir werden auf 75 direkt gehen oder auf 70. Und werden von dort aus direkt burnen. Bedeutet, wir sind direkt tiefer und sollten deswegen auch besser am Ende sein. Von der Geschwindigkeit her. Und natürlich auch weniger Treibstoff verbrauchen, als ob wenn wir erst auf 90 gehen oder 100 und dann wieder runter auf 70. So, schaut gut aus. Der Orbit tut sich schon erweitern, was für mich ja immer auch relativ, oder wie gesagt, ich brauche das. Ich sehe, dass es schon breit wird schon. Come on. Komm schon, do it, do it, do it, do it. So, ich werde direkt auf die 90 Grad, oder ein bisschen über die 90 Grad noch gehen. Unser Boost schaut gut aus, alles eigentlich im, guten Bereich aktuell. Der Geschwindigkeitsunterschied verringert sich natürlich auch immer weiter. Aber der wird nicht so gut sein, bis wir endlich den Periapsis angehoben haben. Und das kann dauern. Wie schaut es aktuell mit dem SGV aus? 1,45. Nicht das Beste, aber trotzdem stabil. Ist also genehmigt. So, wir haben jetzt einen Apoapsis von 70 gleich. Sind auf der Höhe von 60, bedeutet, sind eh gut beim Hinterherfliegen. Bei 45 würde ich circa cutten. Und dann, also cutten im Sinne von den Treibstoff cutten. Und dann schauen wir. Zack, 4 und cut. Aber Leute, wir sehen beim nächsten Mal, ob wir es erreichen und ob die Idee, wie wir jetzt hier zur Station fliegen, besser ist oder nicht. Denn wir haben eh schon 24 Minuten drauf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst diesen Daumen nach oben da. Abonniert mich noch nicht. Vergesst die Glocke nicht zu drücken, damit ihr immer informiert werdet über neue Videos von mir. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.